Hallihallo, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr den Weg heute an die Technik gefunden habt. Der Ablauf heute ist ein bisschen anders als sonst. Wir werden eine Erwärmung machen, so wie immer, und dann werden wir uns blöckeweise, nenne ich es jetzt mal, durch den Körper durcharbeiten. Mit Blöcken meine ich, dass wir nach der Erwärmung 10 Minuten Beine Po machen, dann werden wir 10 Minuten für den Bauch machen, ungefähr 10 Minuten für den Rücken und dann noch Arme und Schultergürtel. Ja, immer so Pi mal Daumen, 10 Minuten und die Übungen dann gehen immer ungefähr 30 Sekunden. Ja, und dann sind wir schon durch. So, wir starten als erstes mit Zeit zu Zeit. Beine sind geöffnet, außen auftippen und wir ziehen beide Arme ganz locker nach oben, Ellbogen nach hinten ziehen, angewinkelt lassen die Arme und eine gewisse Grundspannung in den Bauch bringen. Also Bauchnabel mit zur Wirbelsäule ziehen. Gleichmäßig atmen und zieht wirklich die Schulterblätter hinten zusammen. Wir strecken die Arme aus und lassen sie klein kreisen, immer noch rückwärts kreisen. Schultern an sich tief schieben. Und wir setzen den Fuß mal mit ran. Arme etwas größer kreisen lassen. Da kleiner werden. Und dann die Arme vor dem Körper öffnen und schließen. Die Arme Stück für Stück höher ziehen. Und dann richtig hochziehen. Finde dann einen eigenen Rhythmus von der Geschwindigkeit her. Dann lasst ihr die Arme mal unten. Der Schritt bleibt der gleiche. Hände hier vorne zusammennehmen und dann immer nach oben wie ein V öffnen, nach unten wieder schließen. Auf und zu. Ihr könnt die Arme ruhig auch richtig weit nach hinten ziehen, aber passt dabei auf, dass ihr nicht ins Hohlkreuz kommt. Einmal noch und die Arme unten lassen und dann bleibt er einfach mal mit geöffneten Beinen stehen. Ganz leicht angewinkelt lassen die Arme und die jetzt hier immer so im Wechsel in die Diagonale rausschieben. Kurz die Hände zusammenbringen, rausschieben. Dabei schaut ihr immer zu der Hand nach oben und lehnt den Oberkörper Stück für Stück mit rüber, so weit rüberlehnen wie es geht. Danach ein paar Wiederholungen und dann auch Gewicht verlagern. Also, da wo die Hand unten ist, das Bein auch anwinkeln. Auch hier im Bein geht ihr Stück für Stück tiefer und schiebt die Arme immer noch ganz weit nach oben raus. Einmal noch in jede Richtung und oben bleiben und anfersen. Genau, jetzt dabei die Arme beide vorne heben und senken. Handinnenflächen zeigen nach oben beim Heben und dann die Hände drehen. Handinnenflächen zeigen nach unten beim Senken. Auch hier die Arme Stück für Stück höher ziehen. Auch nochmal richtig nach oben rausziehen und zieht hinten den Fuß wirklich weit Richtung Po. Und die Arme bleiben wieder unten mit geöffneten Beinen. Locker tippeln. Locker Bauch anziehen, der ist fest. Schultern können locker bleiben. Bisschen schneller werden. Und kurz richtig Gas geben, so schnell wie es geht. Und wieder langsamer werden. Und den Fuß noch ransetzen, nochmal Step-Touch machen. Davon jetzt zwei nach rechts, zwei nach links. Wenn er nicht so viel Platz hat, macht er die Schritte einfach ein bisschen kleiner. So, der Schritt an sich bleibt so, aber ihr macht ihn einfach kleiner und schneller. Rechts, links, rechts. Links.
Leine schnell rechts und links. Rechts und links. Einmal noch. Und dann nur einen kleinen schnell auf der Stelle machen. Und wieder tippeln. Und gebt richtig Gas. Ziehen, 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 ziehen. Und wieder marschieren. Und jetzt die Knie im Wechsel vorne hochziehen. Genau, ihr nehmt mal die Arme übereinander. Und immer da, wo das Bein jetzt hochkommt, da dreht ihr euch hin. Es dreht nur der Schultergürtel. Die Arme sind ganz locker dabei. Auf dem Brustkorb abgelegt. Bauch immer ranziehen. Beine weiter auf und ab bewegen und wir boxen über den Oberschenkel hinweg. Den Arm richtig ausstrecken, die Schulter auch richtig mit rüber schieben. Dreht den Brustkorb mit rum. Arme wieder weglassen, Fersen tippen vorne auf. Und jetzt beide Arme nach vorne ausstrecken, Hand aufmachen und die Ellbogen weit nach hinten ziehen. Mit der Hüfte tiefer gehen und unten bleiben. Bauch bleibt angezogen. Lasst die Arme mal weg, nehmt sie einfach mal nach hinten. Ja. Wieder hochkommen. Und wer mag, springt mal locker ab. Ihr könnt aber auch weiter auftippen. Und einmal noch tippeln. Unterarme kreisen. Beim Tippeln die Arme jetzt hier hochziehen, weil ihr so einen Boxsack vor euch habt. Und wieder nach unten. Nach oben und nach unten. Hoch und tief. Hoch und tief. Einmal noch. Arme bleiben unten und macht einmal alles nochmal so schnell, wie ihr könnt. Weiter, weiter, weiter. Nach 4, 3, 2, 1 und marschieren. Tief durchatmen. Die Beine mal nochmal weit öffnen. Also deutlich mehr als hüftbreit. Arme nach hinten nehmen. Kniebeuge. Po nach hinten rausschieben, hochkommen, rausschieben, hochkommen. Bauch anziehen, schräg runter zum Boden schauen, Länge vom Kopf bis zum Po. Und jeder geht so weit runter mit der Hüfte, wie er kann. Wieder oben bleiben. Wir machen gleich noch mehr Kniebeuge. Ihr tippelt noch mal ganz locker. Ihr könnt auch auf der Stelle laufen, was euch lieber ist. Der rechte Arm boxt nach vorne. Der linke kreist hier unten. Das ist was für den Kopf. Der linke Arm soll immer gestreckt bleiben. Der linke Arm kreist andersrum. Der linke Arm Box zur Seite. Der rechte, der kreist hier oben. Jetzt bleibt der rechte Arm immer ganz lang. Der rechte Arm kreist andersrum. Und marschieren. Tief durchatmen. So, das war die Erwärmung. Jetzt kommt der Schwerpunkt mit Beine und Po. So, und zwar machen wir Kniebeuge immer. Ein nach rechts, kleine Hüpfer oder Wippen und nach links. Hüpfen, wippen, auf geht's. Ja, bei den Kniebeugen. Gewicht gleichmäßig auf den Beinen verteilen. Gleichmäßig atmen, jeder immer in seinem Tempo. So, dann nach oben bleiben, Ausfallschritt machen und zwar rechter Fuß ist vorne,
Ferse hinten ist oben. Wir bewegen uns auf und ab und machen unten einen Zwischenwipper. Komm hoch. Zwischenwipper. Komm hoch. Bleibt aufrecht. Und wenn ihr unten seid, könnt ihr die Zehenspitzen sehen, wenn ihr über euer Knie schaut. Wenn ihr das nicht könnt, den Schritt noch größer machen. Ja, wie gesagt, Ferse hinten ist immer oben. Unten den Zwischenwipper. So, oben bleiben. Dreht euch einfach um oder nehmt den anderen Fuß nach vorne, wie ihr möchtet. Ferse hinten ist wieder oben, Füße zeigen nach vorne und dann wieder unten den Zwischenwipper machen, hochkommen. Zwischenwipper, hochkommen. Auch hier denkt dran, ihr könnt die Zehenspitzen sehen, wenn ihr aufrecht runterlutscht. Ja, also nicht den Oberkörper vorlehnen. Einmal noch. Und oben bleiben. Die Beine ganz weit öffnen. Wirklich weit. Füße in die Diagonale bringen. Wir gehen mit aufrechtem Oberkörper rauf und runter. Geht Stück für Stück tiefer. Rücken soll gerade bleiben. Ja, nicht wund werden. Und vielleicht schafft es der ein oder andere sogar, den Boden kurz anzutippen. Aber im Rücken gerade lassen. Ja, den nicht rund machen, sonst kommt er halt nicht unten an. Total egal. Und die Hüfte geht tief. Ja. Oben bleiben. Wir stellen uns aufs rechte Bein. Das linke Bein. Im Wechsel nach vorne ausstrecken, anwinkeln, zur Seite ausstrecken. Nach vorne, zur Seite. Nach vorne, zur Seite. Bleibt aufrecht. Ihr könnt das Bein natürlich auch weiter hier unten haben. Ja? Je nachdem, wie beweglich ihr seid und wie gut ihr das Gleichgewicht halten könnt. Nach vorne, zur Seite. Immer ganz lang machen. Kurz runternehmen, einmal ausschütteln. So, dann machen wir Hampelmann, Arm auf Schulterhöhe ziehen. Wer nicht springen möchte, der tippt wie immer zur Seite auf. Ja, die zwei Möglichkeiten haben wir. Alle ziehen den Bauch schön ran. So, dann wieder stehen, dann aufs linke Bein stellen, das rechte Bein dann immer im Wechsel, nach vorne ausstrecken, anwinkeln, zur Seite, nach vorne, zur Seite. Immer ganz lang machen, Spannung auf den Oberschenkel bringen. Bleib aufrecht, nicht einknicken. Kurz locker lassen. So, wir machen nochmal Hampelmann, aber wir gehen jetzt außen tief. Ihr braucht jetzt gar nicht so hoch springen wie vorhin. Wer nicht springen will, macht einfache Kniebeuge. Auch hier immer richtig runter mit der Hüfte und einen ganz kleinen Hüpfer machen. Oben bleiben. Wir stellen uns wieder aufs rechte Bein. Jetzt immer im Wechsel. Auf die Zehenspitzen drücken. Tief gehen. Auf die Zehenspitzen drücken. Tief gehen. Alles einbeinig. Wenn es vielleicht doll wackelig ist, haltet euch irgendwo ein bisschen fest. Und immer wieder so hoch drücken, wie es geht.
Seite wechseln. Fest stehen und dann auch wieder tief gehen, hochkommen. Tief gehen, hochkommen. Immer wieder richtig hochdrücken. Und wieder oben bleiben. Ausschütteln. Jetzt wieder aufs linke Bein stellen. Das rechte Bein zieht hier innen. So schnell hoch, wie es geht. Antippen. Bauch immer reinziehen. Außen nur auftippen. Immer weiter, immer weiter. Bisschen noch. Wir wechseln die Seite. Weiter geht's. Immer den Fuß innen wirklich richtig hochziehen, außen nur auftippen. Und kurz locker lassen. Jetzt tippeln wir immer. Drei Schritte nach rechts und auf vier. Eins, zwei, drei, vier Kniebeuge. Eins, zwei, drei, vier Kniebeuge. Eins, zwei, drei, vier Kniebeuge. Drei, vier Kniebeuge. Zwei, drei, vier Kniebeuge. Zwei, drei. Eins, zwei. Hüfte runter. Und oben bleiben. Wir stellen uns wieder aufs rechte Bein. Jetzt das linke Bein zur Seite abspreizen. Den Arm mit hochziehen. Und auch noch rüberlehnen. Jetzt gehen wir in den Block der Bauchmuskeln. Der festen Körpermitte über. Schräge Bauchmuskeln sind hier mit bei. Unter anderem rüberlehnen, hochkommen. Rüberlehnen, hochkommen. Wer schafft einbeinig? Einen noch. Und kurz ausschütteln auf das Standbein. Seite wechseln. Bauch anziehen. Und dann rüberlehnen in aller Ruhe. Startet ruhig erst ein bisschen kleiner in der Bewegung. Und dann rüberlehnen. Und locker lassen. So, wir ziehen die Knie nach meinem Wechsel nach oben und drücken hier kräftig gegen. Der Oberschenkel drückt nach oben, die Hände drücken nach unten und der Bauch bleibt fest. Da zieht den jetzt maximal ran und wirklich kräftig gegen drücken. Da ist jetzt alles bei. Oberschenkel, Bauch, Schultergürtel. So, dann geht es runter auf die Matte, auf die Hände und die Knie kommen. Und ihr zieht die Knie außen, hier Richtung Schulter, außen. Ihr könnt gerne zum Knie hingucken, könnt aber auch einfach zwischen die Hände schauen, wie ihr mögt. Atmen.
Das hier noch. Und dann kommt er mal kurz auf die Knie. Kurz rund machen, gerne auch die Hände ausschütteln. So, Hände aufsetzen. Zwischen die Hände schon Füße. Stehen, Knie anheben. In der Position sollen die Knie wechselseitig unten auf den Boden auftippen. Rechts, links, rechts, links. Die Knie tippen immer wieder auf den gleichen Punkt auf. Ja, sie wackelt quasi mit dem Po. Die Oberschenkel bewegen sich immer auf einer Linie, auf und ab. Absetzen. Wieder kurz lockern und dann kommt ihr auf die Unterarme. Beine nach hinten ausstrecken. Position. Entweder halten oder die Hüfte im Wechsel. Nach rechts und links drehen. Ihr braucht nicht den Boden berühren. Ja? Rechts, links. Auch hier gleichmäßig atmen. Und wieder absetzen. Wir drehen uns auf den Rücken. Beine 90 Grad anwinkeln. Die Beine wechseln Richtung Boden ausstrecken. Arme liegen entspannt. Wenn die Beine ausgestreckt sind, macht ihr hier so einen kleinen Zwischenwipper anwinkeln. Zwischenwipper anwinkeln. Nicht ins Hohlkreuz ziehen lassen. Bleibt wirklich fest in der Körpermitte. Dann zieht er mal kurz die Knie zur Brust rein, greift ihn rum. Lasst die Beine dann so und legt die Arme neben den Körper ab. Eure Knie bleiben fast, wo sie sind und ihr hebt die Hüfte an. Hüfte nach rechts legen, anheben und so eine Art Halbkreis nach links. Rechts, links. Die Füße hängen lassen, nicht mit dem Bein Schwung holen und die Arme sind locker. Ja, die könnt ihr auch vom Boden wegnehmen oder legt die Hände auf euren Bauch. Rechts, links, rechts. Links. Hüfte bleibt unten. Nicht Hüfte. Die Füße bleiben unten. So. Und die Füße absetzen. Tief durchatmen. Hände hinterm Kopf. Ihr lasst die Knie ungefähr 10 cm nach rechts kippen. Dort lasst ihr sie. Und dann gerade mit dem Schultergürtel auf und abrollen. Schultern bleiben entspannt. Schräg hoch schauen. Auch beim Abrollen Bauch rangezogen lassen. Liegen bleiben, Beine hochziehen. Und dann auch wieder ungefähr 10 cm nach links kippen lassen. Dort bleiben die Beine und wieder gerade auf und abrollen. Schulterblätter gehen gleichmäßig vom Boden weg. Schultern immer entspannt lassen. Reißt nicht rum am Kopf. Wieder kurz ablegen, Beine, Knie hochziehen, Arme liegen neben den Körper. So, Bauch bleibt rangezogen mit den Beinen, Fahrradfahren. Und beim Fahrradfahren bewegt ihr die Beine, die Hüfte ein Stück nach rechts, in die Mitte zurück und nach links in die Mitte zurück. Arme bleiben auch hier entspannt liegen, eure Schultern bleiben immer am Boden, also nicht zu weit. Rechts, links. So, in der Mitte bleiben, die Beine mal beide zur Decke ausstrecken. Jetzt immer im Wechsel die Hüfte einmal anheben und dann die Beine im Wechsel gestreckt Richtung Boden bringen.
anheben, rechts, links. Das bewegt sich beim Senken der Beine immer nur ein Bein. Auch hier bleiben eure Arme immer entspannt. Rechts, links, hoch. Rechts, links, hoch. Und absetzen. Wir drehen uns rum auf die Hände und die Knie. Strecken den rechten Arm und linkes Bein einfach nur aus. Daumen nach oben und heben, auftippen. Heben, auftippen. Wir gehen in den Block von Rückentraining über gerade runterschauen. Gleichmäßig atmen. Bein bleibt lang. Seite wechseln, linken Arm ausstrecken, rechtes Bein lang machen, Daumen zeigt wieder nach oben, heben, auftippen, gerade runterschauen, den Kopf nicht hängen lassen. Und absetzen. Wir legen uns auf den Bauch. Arme dann über Kopf ausstrecken. Daumen zeigen wieder nach oben. Bauchnabel ranziehen. Kopf liegt auf der Stirn. Mit den Beinen strampeln und die Arme scheren lassen. Wenn es gar nicht geht, lass den Kopf ein bisschen schweben. Kinn aber immer zur Brust ziehen. Gleichmäßig atmen. Und schieb die Schultern an sich zur Hüfte. Bauch bleibt rangezogen. Und kurz locker lassen. Tief durchatmen. Als nächstes kümmern wir uns um die Muskulatur zwischen den Schulterblättern. Beine bleiben jetzt liegen. Arme wie so ein U legen. Ellbogen ungefähr auf Schulterhöhe. Daumen nach oben, Kopf liegt. Und jetzt die Arme gleichzeitig heben. Nur auftippen. Heben, auftippen. Ja, zieht die Schulterblätter spürbar zusammen. Und eben immer die Schultern zur Hüfte schieben. Und locker lassen. Kurz ausschütteln die Schultern und dann Hände mal hier ganz dicht an der Brust aufsetzen, dass die Ellbogen, die Oberarme dicht am Brustkorb sind, Kopf liegt auf der Stirn. Beine bleiben liegen, den Kopf mit der Ausatmung heben, Einatmung senken, die Hände machen nichts. Sie sind nur aufgesetzt, Kinn immer zur Brust ziehen, Ausatmung hoch, Einatmung tief, zieht die Bewegung aus dem Rücken. Beine bleiben liegen. Pose locker. Und beim nächsten Mal drückt euch richtig hoch auf die Hände und die Knie. Und nehmt euren rechten Fuß nach vorne. Und zwar so, dass euer Knie über dem Knöchel ist. Fuß hinten aufsitzen, Bein lang machen. Oberkörper hoch und jetzt hier die Arme oben scheren lassen. Wenn es zu wackelig ist, setzt einfach das linke Knie hinten auf. Gar kein Problem. So, Oberkörper ist bei allen ein bisschen vorgelehnt. Wie gesagt, Knie ist über dem Knöchel. So, jetzt setzt ihr innen vom Fuß die Hände auf. Es geht aber auch außen. Ja. Bein kann gerne angewinkelt werden. Wer schafft, lässt es ausgestreckt. Und ihr dreht hier im Wechsel auf. Ja, Wirbelsäule mobilisieren. Den Schultergürtel richtig schön öffnen. Versucht, der Hand hinterher zu schauen. Immer so weit aufdrehen, wie es geht.
So, mal kurz absetzen, Seite wechseln. Linken Fuß nach vorne. Rechter Fuß ist hinten, Knie ist wieder über dem Knöchel. Versucht euch hochzuziehen. Auch hier kann gerne rechts hinten das Knie abgesetzt werden, ja, gar kein Problem. Oder ihn lang lassen, Oberkörper ein bisschen vorgelehnt lassen, scheren, Daumen nach oben. Halten, Position. So, Hände wieder innen aufsetzen oder nehmt den Fuß zwischen die Hände und dann auch hier wieder im Wechsel rechts, links aufdrehen. Auch hier könnt ihr gerne das Knie innen absetzen. Spürt man aber einen Unterschied auch zwischen rechts und links, merkt, also wenn der rechte Fuß oder der linke Fuß vorne ist. Ja, immer den Körper auch wahrnehmen. Und absetzen. Wir legen uns noch einmal auf den Bauch. Und ihr legt mal die Arme neben eurem Körper ab. Die bleiben auch liegen. Jetzt nochmal Kopf, Schulter, Gürtel mit der Ausatmung heben, Einatmung senken. Beine bleiben liegen. Kinn zur Brust ziehen. Und schiebt nicht den Bauch raus, um hochzukommen. Ausatmung hoch, Einatmung tief. So, jetzt legt er den Kopf mal seitlich ab. Welche Seite ist egal. Tief durchatmen. So, dann nochmal auf der Stirn ablegen. Und jetzt in kleinen Bewegungen den Kopf so bewegen, dass abwechseln, Kinn und Stirn zum Boden gehen. Die Nasenspitze berührt fast immer noch den Boden. Eine ganz entspannte Bewegung. Ihr könnt gerne auch die Augen mal kurz schließen. Arme liegen noch. Beine, Po ist locker. Ganz entspannt. Nur die Halswirbelsäule lockern. Und lösen. Auf eine Seite kommen. Hier auf den Unterarm kommen. Ellbogen unter der Schulter und die Hüfte nur anheben und rausschieben nach oben. Wenn das so zu schwer ist, Beine anwinkeln. Rausschieben. Ja, entscheidet selber. Auch hier immer gleichmäßig atmen. Drückt euch vor allem alle hier auch am Brustkorb hoch. Ja, den richtig rausschieben. Schön so bleiben. Bisschen noch. Seite wechseln. Dreht euch entweder um oder macht es wie ich. Ellbogen wieder unter die Schulter. Beine ausstrecken oder anwinkeln. Und hoch mit der Hüfte. Halten oben, rausschieben, gleichmäßig atmen. Auch hier am Brustkorb rausdrücken, nicht nach unten sinken. Und auch wieder absetzen und wir setzen uns jetzt hin. Ihr stellt die Füße vorne einfach hüftbreit auf. Die Hände jetzt hinten so aufsetzen, dass eure Finger Richtung Füße zeigen. Hüfte ein bisschen anheben. Und jetzt nur die Arme beugen und strecken. Der Trizeps hinten. Hüfte tippt kurz auf unten. Und immer wieder lang machen. Kurz absetzen, Hände einmal ausschütteln, tief durchatmen. So, wir machen Übungen so ähnlich nochmal. Und zwar setze die Hände wieder so auf wie eben, dass die Finger Richtung Füße zeigen. Hüfte hoch, jetzt bleiben die Arme aber gestreckt und ihr sinkt rein und schiebt euch raus. Reinsinken, rausschieben. Ja, eure Arme bleiben gestreckt. Der Po tippt eventuell auch wieder unten auf.
Muss aber nicht unbedingt. Richtig reinsinken, rausschieben. Reinsinken, rausschieben. Jetzt kann ruhig im Nacken zwacken. Absetzen, wieder ausschütteln. Wir kommen nochmal auf die Hände und die Knie. Und gehen jetzt immer im Wechsel. Rechts, links auf die Unterarme runter, drücken uns rechts, links hoch. Immer rechts, links, rechts, links. Die andere Seite machen wir später. Rechts, links, rechts, links. Wenn es nicht geht, bleibt auf den Händen und den Füßen. Hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief, tief. Kurz absetzen. Kommt nochmal auf die Hände. Andere Seite kommt gleich. Wir machen erst nochmal andere Übung. Und zwar zieht ihr hier einfach nochmal die Arme im Wechsel zur Seite, so hoch wie es geht. Ihr schaut jetzt immer gerade runter. Ja, auch hier sozusagen nochmal die Schulterblätter spürbar zusammenbringen. Bauch ranziehen, nicht durchhängen. Wieder locker lassen, das ausschütteln. Jetzt ist die andere Seite dran, sprich links, rechts rauf und runter gehen. Position einnehmen, links, rechts auf die Unterarme runter, links, rechts auf die Hände hoch. Immer wechseln. Hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief, tief. Kommt nicht mehr viel. Bleibt wieder oben. Geht nochmal auf die Knie. Wir machen Liegestütze eine Runde. Ihr setzt mal die Hände neben die Matte. Je nachdem, wie breit sie ist. Entweder richtige Liegestütze oder halbe. Geht natürlich auch. Ne? Bei den halben lasst bitte die Füße nebeneinander, nicht überkreuzen. Bauch ranziehen, keiner hängt durch, keiner wippt. Mit der Körpermitte. Und oben bleiben. Wir setzen uns nochmal hin. Wir machen die Übung hier für den Trizeps nochmal. Füße stehen. Finger zeigen wieder Richtung Füße, Hüfte anheben und dann wieder die Arme beugen, strecken, beugen, strecken. Ja, jetzt tippt der Po definitiv kurz unten auf. Je länger eure Beine sind, desto schwieriger wird es. Ja, ihr habt da mehr Gewicht auf dem Arm. Absetzen. Ausschütteln. So, und dann machen wir nochmal die Bewegung hier, ja, für den Nacken. Hände nochmal aufsetzen, Fingerzeigen wieder Richtung Füße. Hüfte nochmal hoch. Und nochmal reinsinken, rausschieben. Reinsinken, rausschieben. Schiebt euch so hoch, wie es geht. Arme bleiben gestreckt. Und absetzen. Kurz ausschütteln. Eine Übung noch. Hände lockern. Und zwar dürft ihr jetzt die Hände aufsetzen, wie ihr möchtet. Ja, können gerne nach außen zeigen. Ich zeige es mal von der Seite, dass ich auch komplett drauf bin. Beine hüftbreit ungefähr aufsetzen. Die Hüfte komplett anheben, nach oben rausschieben. Po fest. Und wer jetzt noch schafft, ist die letzte Übung. Dann die Beine im Wechsel. Noch heben und senken. Denkt daran, dass die Hüfte immer oben bleibt, ihr nicht
sinkt, nicht wegknickt. Bein nicht fallen lassen. Und absetzen. Ausschütteln, lockern. So, den Hauptteil haben wir geschafft. Also mir ist gut warm. So, und zwar starten wir mal jetzt mit dem Dehnen so, dass ihr als erstes die Beine so weit aufmacht, wie ihr könnt. Und wir lehnen uns zum rechten Bein rüber. Egal wie weit er kommt, Kopf hängen lassen, Schultern hängen lassen, Beinrückseite soll ziehen, Oberschenkelinnenseite. Die Atmung wird Stück für Stück dann noch ruhiger. Hochkommen, soweit es geht, nach vorne in die Mitte krabbeln. Auch hier Kopf, Schultern einfach hängen lassen. Spürt auch die Oberschenkelinnenseiten, Oberschenkelrückseite. Wieder hochkommen und nach links rüberlehnen. Und auch wieder hochkommen, die Beine einmal schließen und lehnt euch so weit nach vorne, wie ihr kommt. Ja, und wenn ihr euch hier nur abstützt, was eben so geht, Kopf hängt auch hier schwer runter. Und hochkommen. Jetzt setzt ihr die Hände noch irgendwie hinten auf und stellt die Füße auf. Ruhig auch ein bisschen geöffnet. Könnt ihr von mir aus auch drin hängen. Und lasst jetzt hier mal sitzen. Die Knie nach rechts und links schenken. Atem einfach fließen lassen. Und dann werdet ihr immer größer in der Bewegung. Kippt die Hüfte ruhig mit. Und irgendwann gehen die Beine bis zum Boden runter. Ein bisschen versetzt. Sondern wirklich, rutscht nach vorne, die Beine so weit öffnen, dass hier der Oberschenkel eventuell an den Fuß kommt. Richtig rum. Rum. Bleibt mal kurz auf der Seite, wo ihr gerade seid. Und mal kurz halten. Und wir wechseln. Auch kurz so bleiben. Und wieder hochnehmen. So, Schneidersitz weg. Wenn es nicht geht, knietechnisch Füße aufsetzen oder Beine auch ausstrecken. Rechte Hand neben den Körper aufsetzen und den linken Arm schiebt ihr ganz, ganz weit rüber. So weit über den es geht, die rechte Hand, der rechte Arm verhindern nur das Umkippen. Und jetzt schiebt ihr den Arm hier wirklich ganz, ganz weit raus. Eure ganze linke Seite zieht. Ja, da zieht jemand an eurem Arm, der zieht den raus. Schiebt ihn raus. Wir wechseln auf die andere Seite. Linke Hand aufsetzen, Arm auch anwinkeln und den rechten Arm weit nach links rausschieben. So lang machen, wie es geht, den Arm. Schieben, spürt eure Seite. Und wieder hochkommen. Wir wechseln nochmal die Seite. Ihr schiebt den Arm nochmal rüber den linken. Und jetzt bewegt ihr den Schultergürtel, den Brustkorb sozusagen, so ein bisschen hier nach unten. Müsst ihr mal austesten, wie weit er kommt. Da ändert sich die Zugrichtung in der Seite. Ja, da, wo es anfängt, sich zu ändern, da bleibt ihr einfach. Müsst ihr mal gucken, den Arm immer noch weit rausschieben. Also mit dieser Schulterposition einfach ein bisschen spielen. So, dann erst die Schulter wieder zurückziehen. Aufrichten, Seite wechseln, nochmal rüberschieben
Erstmal den Arm wirklich weit rausschieben und dann auch hier mit dem Brustkorb, mit der Schulter ein bisschen spielen. Ein bisschen nach vorne kommen, spürt, ob sich da was verändert. Dass es vielleicht auch anders anfühlt als eben auf der anderen Seite. Schulter wieder hochnehmen, hochkommen und jetzt auch hier nochmal vorlehnen. Kopf hängen lassen. Und auch wieder hochkommen. Wir legen uns nochmal auf den Rücken. Ja, so sollte eure Atmung, euer Puls schon wieder relativ normal sein. So, das rechte Bein geht nach oben, hinterm Oberschenkel festhalten, linkes Bein am Boden lang machen und zieht den rechten Fuß ganz weit Richtung Körper ran. Zieht die Wade nochmal deutlich. Arme sind lang, gebt das Gewicht vom Bein an eure Hände ab. Durch die Nase in den Bauch einatmen, durch den Mund ausatmen. Das Bein anwinkeln und das Knie so weit es geht mit beiden Händen zur Brust ranziehen. Wirklich richtig weit. Füße sind beide ganz locker. Dann den Fuß aufstellen. Den linken Fuß an den rechten Oberschenkel legen. Jetzt entweder mit der linken Hand das linke Bein wegdrücken oder mit beiden Händen den rechten Oberschenkel umgreifen, also durch dieses Beindreieck durch und das Bein festhalten. Linke Pobacke unten zieht. Auch hier Füße weit ziemlich locker lassen. Und absetzen. Beine kurz ausschütteln, wir wechseln die Seite, also das linke Bein geht nach oben, festhalten hinterm Oberschenkel, Bein reinhängen, rechtes Bein am Boden lang machen und zieht den rechten Fuß wieder weit zum Körper, spürt die Wade. Und auch wieder anwinkeln das Bein und mit beiden Händen ums linke Knie greifen und weit zur Brust ziehen. Den Fuß wieder aufstellen, jetzt den rechten Fuß an den linken Oberschenkel legen. Und dann entweder mit der rechten Hand das rechte Bein wegdrücken oder mit beiden Händen den linken Oberschenkel umgreifen. Und auch wieder aufstellen. So, jetzt nochmal beide Füße nebeneinander setzen, Arme auf Schulterhöhe zur Seite legen, eure Arme bilden eine Linie und ihr lasst die Knie nach rechts und links schlenkern. Fang klein, ganz entspannt an. Je lockerer und weicher sich das in eurer Lendenwirbelsäule unten anfühlt, desto größer werdet ihr in der Bewegung. Schultern bleiben immer am Boden. Die Beine kippen dann irgendwann Richtung Boden runter. Dann nehmt ihr auch den Blick mit in die entgegengesetzte Richtung. Ganz entspannt. Dann lasst ihr die Beine mal rechts, schaut nach links, versucht so locker zu liegen, wie es nur geht.
Der Blick geht wieder nach oben, ein Bein nach dem anderen hoch, ziehen Beine fallen nach links, ihr schaut nach rechts. Auch hier so locker liegen, wie es geht. Der Blick geht wieder nach oben, ein Bein nach dem anderen hochziehen. Dann zieht er die Knie nochmal zur Brust dran, greift jetzt rum. Ganz locker, ganz entspannt liegen. Und wer mag, kann nach rechts und links hin und her schlenkern. Füße auch hier locker lassen. So, dann zieht ihr die Knie mal richtig mit Kraft Richtung Brust. Meistens geht er noch so ein bisschen. Und den Kopf mit annehmen. Also wirklich ganz klein und rund machen, Schultern aber locker lassen. Gut so bleiben, halten, 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 atmen. Dann den Kopf ablegen, die Füße nacheinander absetzen, ausstrecken am Boden. Dort die Beine ganz locker liegen lassen. Gerne nochmal ausschütteln, Arme neben den Körper ablegen. Und atmet nochmal durch die Nase, so viel im Bauch und Brustkorb ein, wie ihr könnt. Wirklich alles richtig rausschieben, öffnen. Und durch den Mund wird alles ausgeatmet. Und mit der Ausatmung lasst ihr noch mehr Anspannung aus dem Körper fließen. Versinkt in eurer Matte. Durch die Nase, so viel einatmen, wie es geht. Und wirklich bis aufs Letzte ausatmen. Eine Runde noch. Tief ein und eben auch ausatmen. Dann nehmt ihr die Arme über Kopf und regelt und streckt euch. Schiebt im Wechsel alles ganz weit raus. Rechten Arm, rechtes Bein. Linken Arm, linkes Bein, die Seiten nochmal lang ziehen, die Bauchdecke lang ziehen. Und dann alles auf einmal rausschieben, ganz, ganz viel Länge in den Körper bringen. Tief einatmen und beim Ausatmen locker lassen und der Entspannung nachspüren. Und gleich nochmal, maximale Länge in den Körper bringen, wieder alles raus. Schieben, 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 tief einatmen und beim Ausatmen locker lassen. Dann die Beine nochmal ausschütteln, Schultern, Arme auch nochmal lockern. Und dann dürft ihr über die Seite hoch in den Sitz kommen oder auch gerne noch liegen bleiben, wie ihr möchtet. Ihr habt es geschafft, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi!